Baumkuchen, Baumkuchen. Eine japanische Eiche drin. Nein. Ja, yeah. Ist meine Familie. Es gibt japanische Baumkuchen unter den Luxusbaumkuchen. Hi, minasan, konnichiwa. Lena des. 私はドイツにいます。これ私の家族です。今日はドイツの家族と一緒にあるドイツのものを食べたいと思います。こちらです。バウンクーフン。バウンクーフェンは、まあ、ドイツのもので日本でなんかすごい有名で人気があるんですけど、本当はそんなにバウンクーフェンはドイツで食べることはないので、今回は日本から日本のバウンクーフェンを持ってきて、それはドイツ人の反応を見たいと思います。Also, ich habe euch Baumkuchen mitgebracht. Diese drei verschiedenen Arten von Baumkuchen. Baumkuchen 1, Baumkuchen Nummer 2 und Baumkuchen Nummer 3. Zusammen mit dem Taka vor einem halben Jahr ein Baumkuchen-Video gemacht, wo wir quasi die ganzen Standard-Baumkuchen probiert haben. So, keine Ahnung, 10 Stück oder sowas. Also, die im Convenience Store verkauft werden. Oder im Supermarkt oder in anderen so günstigeren Geschäften. Genau. Nee. Und da wurde uns dann gesagt, ja, wir sollen noch diese teuren Baumkuchen auch mal probieren. Mhm. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, ich nehme die guten super. Baumkuchen mit, damit ihr die guten Baumkuchen probieren könnt. Weil ich der Fachmann für Baumkuchen bin. Genau. Das wäre jetzt die nächste Frage. Die Japaner glauben alle, dass Baumkuchen so was Deutsches ist und so typisch deutsch und dass wir alle so viel Baumkuchen essen. Ich persönlich habe Baumkuchen das erste Mal in Japan gegessen. Wie schaut es bei euch so aus, Baumkuchenverzehr? Also interessanterweise ist es so, dass du zumindest hier im süddeutschen Raum quasi auf jedem Jahrmarkt irgendwo einen Stand für Baumkuchen findest. Die ganzen Christmas-Märkte haben Baumkuchen, aber ich weiß noch nicht mal, ob ich jemals einen gegessen habe. Und auch die anderen, also diese so wie Sinnflug oder so. Da gibt es auch immer mindestens einen Stand mit Baumkuchen für diese. Diese Art, das in Schichten da aufzutragen mit Zimt und Zucker da drin und dann noch Schokolade oben drüber oder was auch immer, finde ich schon sehr lecker. Gut, dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal an mit Probieren und ich erzähle euch dann zwischendurch noch ein bisschen mehr über die unterschiedlichen Baumkuchen. Weil ich habe auch einmal vielleicht Baumkuchen gegessen. Das ist sehr, sehr lange her. Also nicht typisch deutsch. Genau, eigentlich. Fazit, Baumkuchen ist nicht so typisch deutsch. Also stimmt nicht. Also wenn du nämlich wiederum an den Ständen guckst, dann gehe ich da oft nicht hin, weil die mir einfach zu voll sind, weil da so viele Leute anstehen. Also ist das vielleicht doch beliebt. Ja. Aber es ist nicht typisch deutsch. Ich kenne nicht so viele Baumkuchen. Nein, ich kenne es nicht. Nein, ich glaube, das ist auch regional. Kann das ich dachte auch immer, das wäre vielleicht regional. Ja. Der erste Baumkuchen ist quasi die Baumkuchenmarke in Japan. Die heißt nämlich Juchheim. Und zwar von einem deutschen Pärchen, das ausgewandert ist nach Japan und dann seit über 100 Jahren diese Marke Baumkuchen macht. Und es ist auch so die einzige Baumkuchenmarke in Japan, die ich bisher so gesehen habe, die Baumkuchen mit Schokoladenglasur anbieten. Also mein Verständnis ist, dass in Deutschland eigentlich die allermeisten Baumkuchen mit Schokolade überzogen sind. In Japan ist fast gar kein Baumkuchen mit Schokolade überzogen. Also da, wo du den frisch kriegst, da ist er eher auch ohne Schokolade. Okay. Also auf den Märkten, wo da wirklich, da kannst du gucken, wie die den machen. Mhm. Dann holen die den nach Hause, schneiden in Stücke. Da ist kein Schokolade. Da ist er eher ohne Schokolade. Wenn du aber irgendwo einen, so wie beim Bäcker oder so, siehst, dann sind die oft zumindest zur Hälfte mit Schokolade. Ah ja. Gut. Also schauen wir mal, wie der hier so schmeckt. Wir haben mehrere. Ja, wir können uns einteilen. Okay. Danke. So, Schwesterchen. Dann. Dankeschön. Ja. Schaut schon mal nicht schlecht aus. Mal probieren. Mhm. Mhm. Heißt Baumkuchen Baumkuchen? Weil der japanische Eiche drin ist. Nein. Aber fast. Weil? Mhm. Wegen den Ringen, weil der so ausschaut, wenn er auf dem Baum wie ein Baum. Wegen den Schichten. Genau. Also, ja. Schmeckt gut. Schmeckt gut. Mhm. Finde ich auch. Also die deutsch-japanische Version ist schon mal sehr, sehr lecker. Genau.
also ich habe vorhin extra mal die Geschichte nachgelesen von Baumkuchen in Japan. Es war echt so, dass diese Juheim-Firma diesen Trend initiiert hat und vor 100 Jahren quasi in Japan Baumkuchen gemacht hat. Und dieser Juheim, der war wohl Kriegsgefangener oder sowas und hat dann im Gefängnis Baumkuchen gemacht oder, also irgendwie so ist die Story. Mhm. Ich halt nicht so ganz verstehen kann, ist, warum Baumkuchen so viel beliebter ist als alle anderen Arten von Kuchen. Mhm. Weil in Japan ist es echt so, dass du Baumkuchen überall findest. Ich habe schon gesagt, im Convenience Store und im Supermarkt und in anderen das Geschäften und in den Einkaufhäusern. Also, es ist uns auch aufgefallen, wie in Japan war, dass da überall Baumkuchenstände waren, an allen Märkten auch. Also zu den billigen Teilen, die ihr schon zu Hause vertestet habt? Also ich würde sagen, wirklich der große Unterschied ist einfach, dass da jetzt die Schokoglasur drauf ist und deswegen ist es halt was ganz anderes und meiner Meinung nach viel besser. Aber so von der Saftigkeit und Süße her sind auch die günstigen wirklich sehr, sehr lecker und saftig und nicht trocken. Und so. Das Witzige an den japanischen Baumkuchen, das hier ist ja alles standardmäßig von der Geschmacksrichtung her. Aber in Japan gibt es so die komischsten Arten von Baumkuchengeschmäckern, also Matcha und Banane und Melone und, und ich fand das alles nicht so toll. Also wie gesagt, auf den Märkten kriegst du quasi nur eine Sorte. Ja, Baumkuchenteig auf die Rolle. Genau. Baumkuchen aus irgendeinem. Ja. So schaut das Ding aus. Und das ist wohl irgend so eine ganz bekannte Marke. Wo stand es jetzt dran? Nendinja heißt die. Und die haben uns, unsere Zuschauer, quasi gesagt, wir sollen diese Marke ausprobieren. Ah. Und deswegen hat der Taka das extra bestellt. Bei Amazon bestellt, damit es noch pünktlich ankommt quasi. Mhm. Oh. Auf welchem Mount finde ich den Baumkuchen? Mhm. Auf dem Baumkuchen. Mhm. Und wo genau ist der in Japan? Ich finde, Schoko muss schon sein. Mhm. Also das ist Vorzüge auch mit Schoko. Also ohne Schoko ist irgendwie strange. Ja. Sehen wir jetzt gleich. Also ja. Von farblich und sowas. Qualität schön. Super aus. Ja. Okay? Ja. Ja. Sehr appetitlich. Mhm. Na dann, guten. Ja. Mhm. Mhm. Das ist für mich ein Baum. Das ist super. Mit der Zuckerglasur. Mhm. Sehr gut. Und vor allem der andere war so kompakt. Der ist ein bisschen leichter, fluffiger. Mhm. Der ist gut. Mhm. Finde ich auch. Mhm. Den mit Schoko. Ach so. Aber vielleicht gibt es den auch mit. Vielleicht gibt es den auch mit Schoko, keine Ahnung. Schön süß. Gute Qualität. Nicht zu süß. Fluffig und schmeckt wirklich wie frisch gemacht, finde ich. Ja, der ist. Aber die Rezeptur ist gut. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Sehr gut. Der ist besser als die Billigbaumkuchen, die es im Convenience Store gibt. Einstimmig angenommen. Ja, das ist ganz eindeutig. Also, wäre ja auch schlimm, sag ich mal. Der ist sogar besser als der mit deutschen Wurzeln. Ja, gell? Genau. Stimmt. Da muss sich der Herr Juheim mehr anstrengen. Wobei, die Japaner sind ja bekannt dafür, dass sie Perfektion auf die Spitze treiben. Genau, das stimmt natürlich. Das heißt, da kam zwar das Original aus Deutschland, aber die Japaner haben es dann genommen und noch besser gemacht. Ja, möglich. Wobei die dann natürlich auch gekommen sind und gesagt haben, oh, Melonenflavor ist eine gute Idee. Also, oder Matcha. Wer weiß. Oder Matcha. Matcha war okay. Kann ich mir vorstellen. Banane war auch noch okay, auch wenn es sehr, sehr süß war. Also Matcha kann ich mir gut vorstellen, so als Alternative. Mhm. Ja. Ja. Ich kann sie fast überall reinhauen, was süß ist. Gut, und jetzt noch als allerletztes. Den habe ich schon mal gegessen. Mhm. Das lag daran, dass das in dem Kaufhaus verkauft wird, wo ich meine Foodtour mache. Mhm. Und einer von meinen deutschen Gästen wollte es dann unbedingt einen japanischen Baumkuchen probieren.
probieren. Das heißt, wir haben dann noch einen, diesen japanischen Baumkuchen zum Probieren gekauft. Mal vier. Japaner haben an alles gedacht. Mit deinem Gäbelchen. Mhm. Damit du das direkt so mit Gäbelchen essen kannst. Nee, aber ich meine. Führ doch mal vor. Nee, mach's doch einfach mit der Hand. Ich meine ja auch, du sollst es vorführen, wie das auf japanische Art mit Gäbelchen geht. Also der ist sehr, sehr saftig. Ne? Ja. Ganz anders von der Konsistenz. Ja. Entschieden. Yeah. Das ist meine Familie entschieden. Gut. Der hier von Nendinya, das ist der beste japanische Baumkuchen unter den Luxusbaumkuchen. Ja. Deutschstämmiger? Genau. Der mit Schoko, weil es doch eine Schoko. Doch, finde ich schon. Ich finde den. Ich sag mal, wenn es der noch Dunkelschokolade hätte, dann wäre das vielleicht sogar mein Favorit geworden. Ja, das stimmt. Also der mit Schoko überzogene Yukheim-Baumkuchen ist zumindest beim Papa und beim Alan auf Nummer 2 gelandet. Wenn er dunkle Schokolade hätte, dann wäre bei mir auch noch höher gekommen, glaube ich. Aber ich bin auch nicht so der Mega-Fan. Ja, aber dann mach den mal mit dunkler Schokolade und dann wird es langsam schwierig. Ich muss mal recherchieren, ob es den mit Schokolade gibt. Ansonsten kannst du einfach Kuvertüre nehmen und drüber. Aber ja, ich muss sagen, dieser hier, der hatte auch was Eigenes, sehr Gutes, schön Saftiges. Ja. Also mir hat der als zweiter besser geschmeckt als der Schoko. Mir auch. Dir auch? Ja, besser als Schoko. Sehr gut. Ja, eine gute Auswahl. Sehr gut. Sehr schön. Ich werde demnächst mal irgendwo, wenn ich einen sehe, in Deutschland einen Baumkuchen probieren. Und dann vergleichen. Und dann zu vergleichen. Magst du das Ganze auch nochmal mit Brezeln machen? Wir Japaner können Brezeln nicht, leider. Aber Baumkuchen haben die Japaner drauf, auf jeden Fall. Das haben wir jetzt gerade gelernt. Definitiv. Ja, du könntest ja mal verschiedene Brezeln in Japan vergleichen und schauen, ob du auf eine annähernd deutsche findest. Das mache ich natürlich immer, weil ich habe ja immer die Hoffnung, dass irgendwo eine ist, die ich gut finde. Dann findest du den deutschen Bäcker 500 Kilometer weit. Es gibt deutsche Bäcker in Japan. Und die kriegen keine Brezel hin? Nee. Das ist schon seltsam, sag ich mal. Habt ihr kein gutes Mehl? Vielleicht. Die Frage ist, haben die keine gute Natronlauge? Das ist wahrscheinlich mehr das Problem. Ja, aber das kannst du ja. Aber du kriegst auch schlechte Brezeln in Deutschland. Ja, also, das ist wohl wahr. Also nicht jeder Bäcker, der Brezeln bayerischer Art verkauft, ist auch wirklich gut. Hat auch gute Brezeln.皆さん、私たちは本当に美味しくこの日本のバウムクーヘンをいただきました。皆さんの一番好きなバウムクーヘンのブランドはぜひコメントで教えてくださいね。私たちもまたぜひ受け入れたいです。それではこの動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でも会いましょう。バイバーイ。はい。